Leute, ihr habt Kultur nah eingeschaltet mit Filmbeiträgen aus Salzgitter und Umgebung. Herzlich willkommen auf den Brettern, die die Welt bedeuten. In der heutigen Sendung stellen wir zwei Theaterproduktionen vor. Zuerst sind wir in der Kulturscheune in Salzgitter-Lebenstedt bei der Theatergruppe Salzgitter-Bad e.V. Die bespielen die Bühne mit 10 kleine Negerlein von Agatha Christie unter dem neuen Titel Und dann gab's keines mehr. 10 Schauspieler stehen auf der Bühne. 10 Akteure sind es auch in der Aula am Friedenberg. Das Tourneetheater der Argon München ist mit Diana Körner nach Salzgitter gekommen. Hallo liebe Zuschauer, hier bei Kulturnah, da hat das Theaterangebot ja immer seinen festen Platz. Der Kulturkreis sorgt natürlich hier in Salzgitter immer dafür, dass sehr hochwertige Stücke und sehr bekannte Schauspieler, Schauspielerinnen nach Salzgitter kommen. Aber es gibt auf der anderen Seite auch die Theatergruppe Salzgitter Bad, ein Verein, der für eine sehr gute Unterhaltung und ein sehr gutes Theaterangebot sorgt und die Kulturszene hier in der Region damit auch bereichert. Und da nicht alle die Theatergruppe Salzgitter Bad kennen, wollen wir die heute ein wenig näher vorstellen. Und aus dem Ensemble habe ich jemanden da, Hans-Jürgen Andresek, der ein wenig über die Theatergruppe spricht und auch über das Stück, was heute hier zu sehen ist, in deren Kulisse wir sitzen. Und ich sage erstmal ganz herzlich Hallo, Hans-Jürgen Andresek, grüß dich. Ja, schönen guten Tag. Hans-Jürgen, die Theatergruppe gibt es ja schon einige Zeit und nicht alle unsere Zuschauer, die kennen natürlich die Theatergruppe. Wenn Sie jetzt jemand erklären sollten, was ist die Theatergruppe, was macht die, was passiert da, wie würde das aussehen? Ja, muss ich ein bisschen ausholen. Die Theatergruppe selbst wurde 1977 gegründet und wenn man jetzt schnell rechnet, dann weiß man, dass man dieses Jahr, haben wir 40 Jahre Jubiläum, was wir am 7., 8. November feiern werden. Und mit einigen Darbietungen. Ja, die Theatergruppe selbst entstand einmal aus dem Schultheater des Gymnasiums Salzgitter-Bad. Und man kam da aber sehr schnell an seine Grenzen, auch was das Finanzielle angeht. Man wollte Technik kaufen etc. Und das ging eben als reines Schultheater nicht. Und daher gründete man den Verein, um eben Mitgliedsbeiträge zu bekommen und über die Eintrittsgelder dann auch zu verfügen und Ausrüstung zu kaufen für die Theatergruppe, um sie eben ja auch für Wanderdarstellung mobil zu machen. Außerdem gelang es dadurch, dass nicht nur Schauspieler aus der Schule reingehen konnten, sondern es konnten eben auch Erwachsene dann dazustoßen. Und so wurde das bald eine Mischung aus Schülern des Gymnasiums und aus Erwachsenen aus Salzgitter-Bad. Und ja, der erste Leiter war Gernot Bischoff, der war auch bis 2005 Vorsitzender, war selbst Oberstudienrat am Gymnasium und hat dort Deutschunterricht gemacht und die Theater AGs quasi geleitet. Ab 2005 ist Hagü Gerhold der Vorsitzende. Hagü Gerhold ist jetzt seit kurzem Oberstudiendirektor des Gymnasiums und Leiter des Gymnasiums und ist für uns natürlich eine wertvolle Hilfe als Vorsitzender. 40 Jahre Theatergruppe hier in Salzgitter-Bad, da müsste man eigentlich feiern, man müsste mit Sekt hier eigentlich sitzen, man kann euch nur allen gratulieren. Und 40 Jahre, das heißt also, der Hans-Jürgen Andresek, der ist ja natürlich nicht alleine auf der Bühne, da gibt es eine ganze bunte Mischung. Wie viel sind denn auf der Bühne, beziehungsweise wie viel sind denn überhaupt bei der Theatergruppe mit dabei? Also auf der Bühne sind aktuell 10 Schauspieler. Diesmal, es heißt ja auch 10 kleine Negerlein, als es mal geschrieben wurde. Jetzt heißt es, und dann gab es keines mehr. Wir haben 5 Techniker meist immer so mit dabei, die für das Ganze drumherum sorgen. Und dann natürlich die Hilfskräfte, die an der Bar sind, die Eintritt kassieren an der Kasse. Man ist immer angewiesen auf Leute, die drumherum helfen. Es geht nicht alleine. Das ist aktive, sind wir so ungefähr 20 bis 25, die mitmachen. Heute sitzen wir in der Kulisse von eurer Aufführung 2017, Frühjahr. Das ist ein Krimi-Stück. Und zwar heißt das, und dann gab's keines mehr. Das ist ein wahrer Krimi-Klassiker von Agatha Christie. Erzähl mehr darüber. Wir haben jetzt quasi die Urfassung von Agatha Christie gewählt. Das Ganze spielt auf einer Insel, wo 10 verschiedene Personen hineingeladen werden. Aber der Gastgeber ist nicht da, der eingeladen hat. Und das verwirrt jetzt natürlich erstmal alle total. Und jeder fragt sich, warum bist du hier? Was soll das Ganze? Und dann kommt raus, dass jeder dieser 10 irgendetwas in seiner Vergangenheit gemacht hat, was nicht ganz koscher war.
Und das wird dann so ein bisschen aufgearbeitet für jeden und ja, und hat eben seine Folgen, worauf ich jetzt nicht zu sehr eingehen möchte, um nicht gleich die Spannung aus dem Stück zu nehmen. Aber es ist sehr, sehr spannend und es passiert viel auf der Bühne, wobei das natürlich 10 Personen auf der Bühne zu haben, wir spielen ja zu Anfang immer in der Knigge, in der Kniestädter Kirche, das ist eine Bühne 4x5 und damit 10 Personen auf der Bühne, das ist schon eine Choreografie, die man da wirklich einstudieren muss, damit man nicht übereinander fällt. Hier ist es etwas größer in der Kulturscheune Salzgitter-Lebenstedt. Wir sitzen wirklich in einer tollen Kulisse hier. Man muss sagen, ihr seid ja fast schon professionell mit der Kulisse. Ich habe eben die Soundeffekte gehört, die hören sich auch professionell an. Es ist alles vom Licht her sehr professionell, vom Ton her sehr professionell. Ihr seid aber im Prinzip alles Laien, Hobby-Schauspieler doch nur. Es ist ja ein Verein, es sind ja keine Profis drunter, oder? Nein, es sind keine Profis drunter. Wir sind alles Hobby-Schauspieler und Hobby-Techniker, aber man sagt uns nach, dass wir so einen kleinen Hang zur Perfektion haben. Und wir haben ja, sag ich mal, nicht nur hier die Erwachsenenbühne, Krimibühne sozusagen, sondern wir haben auch nach wie vor das Schultheater, wo auch die Märchenbühne existiert. Die Märchenbühne spielt jedes Jahr im November, Dezember ein Märchen in den Gymnasien Salzgitter-Bad und in Friedenberg, in Salzgitter-Friedenberg. Und dieses Jahr ist Schneewittchen dran und das ist immer ein Riesen-Happening für die Schüler, für die Kindergärten und auch für die Eltern mit ihren kleinen Kindern. Und ich denke mal, so ein Märchen dargestellt von Schülern, das ist auch das Richtige für die Kinder. Das ist besser als Erwachsene, die doch alles professionell bringen. Nein, mit den Kindern. Dann spielen die noch die Märchenbühne im Hasenspring und das ist immer am 30. April und da auch für die Kleinen bringen sie was. Also es ist viel los. Dann die SEC 2 ist aktiv, also die größeren Gymnasiasten führen auch immer ein Stück im Jahr auf. Und dann haben wir noch die SketchUps. Das ist unsere SketchUps-Gruppe, die man auch mieten kann. Und wir treten auch bei Geburtstagen, Hochzeiten und wo wir gewünscht werden auf. Und wir sind fester Bestandteil des Altstadtfestes. Wir machen immer die kulturelle Eröffnung des Altstadtfestes in Salzgitterbad. Und spielen dann am Sonntag, wiederholen wir das Ganze dann nochmal für alle, die am Donnerstag dann nicht konnten. Und das ist immer ein Riesenspaß und ein Riesenhappening. Und wir haben immer über 200 Zuschauer, jede Vorstellung. Also es ist immer toll und macht Spaß, die Witze einzustudieren. Und man lacht auch beim 15. Mal noch. Ihr seid ja auch eine Bereicherung für die Kulturszene hier in Salzgitter, das habe ich ja gesagt. Und wenn ihr 35 Mal schon geprobt oder gespielt habt, dann stelle ich mir vor, ihr fangt ja nicht erst 4 Wochen, bevor das Stück aufgeführt wird, an. Wann beginnt so eine Phase des Probens überhaupt bei euch mit so einem großen Stück wie hier? Ja, also um jetzt das hier als Beispiel zu nehmen, wir haben im Juni ausgewählt das Stück. Es richtet sich auch danach, wie viele Schauspieler hast du, wer möchte mitmachen. Danach fängst du an, ein Stück auszusuchen und haben dann Anfang September haben wir angefangen zu proben. So August, September, da die ersten Zusammenkünfte, da muss das Plakat gemacht werden, dann werden Fotos gemacht und es hängt ja auch viel drumherum da dran. Und ja, im September ging es dann los mit den Proben in der Woche und dann auch ab und zu mal an Wochenenden, wo ein Sonntag oder ein Samstag genommen wurde, wo einen ganzen Tag geprobt wurde. Wir haben so abschnittsweise das geprobt, so hintereinander weg. Und das hat sich bewährt und da sind einige Wochenende draufgegangen. Es ist halt ein, muss man sagen, ein zeitintensives Hobby. Wenn ihr 10 Schauspieler auf der Bühne hier seid und drumherum sind auch noch mal eine ganze Menge, mindestens 10, dann brauchst garantiert jemand so ein Oberhaupt der Familie. Gibt es den, der Regie führt oder die Regie führt oder die da Sagen hat und das alles ein bisschen koordiniert, damit nicht alles durcheinander läuft? Ja, diesmal hatten wir also keine feste Regie. Wir haben ein Organisationsteam gehabt aus 3 Kollegen und die haben das Ganze so ein bisschen organisiert und meine Frau noch dazu, die aber auch auf der Bühne steht, naja, und ich. Aber es war in diesem Sinne jetzt kein Regisseur, der gesagt hat, so geht's lang. Wir haben zwar jemanden dabei, die Susanne Kowol, die so ein bisschen Regie eingegriffen hat. Sie wollte es eigentlich gar nicht so sehr, aber es war dann quasi doch so, sie wuchs da so rein, ob sie wollte oder nicht, hat es übernommen. Und aber wir hatten alle freie Hand und jeder konnte seine Idee einbringen und wir hatten keinen Wedel als Regisseur, der sagte, da lang, wenn du nichts tauchst, dann haust du ab. Nein, es war wirklich eine harmonische Arbeit über die gesamte Zeit und das ist das, was mich so zufrieden macht an diesem Stück hier. Das ist also wunderbar.
Wie ist es jetzt so eine halbe Stunde, ungefähr Stunde vorm Auftritt bei dir und dem anderen Team? Seid ihr noch sehr nervös? Ihr seid ja eigentlich schon alte Hasen und routiniert. Oder seid ihr immer noch so ein bisschen angespannt und nervös? Also die Anspannung muss sein. Wenn du nicht angespannt bist, dann bist du auch nicht aktiv auf der Bühne und präsent. Der eine sicher mehr, der andere weniger. Ne? Die Typen sind verschieden. Und bei mir geht's eigentlich. Es fängt erst so kurz vor der Vorführung an, vielleicht 10 Minuten, vor einer Stunde vorher. Aber 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und wir rocken die Bühne mit einem Dreifach-Donnerwurf. Auf, 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 auf. Toi, toi, toi. E.T. zu Hause telefonieren. Aber du darfst hier nicht telefonieren, du bist doch im Theater. Aber warum denn? Ruhe! Bitte schalten Sie jetzt Ihr Handy aus. Bitte, Tante Stella, nicht so laut. Sie sind gleich fertig. Ist doch wahr. Ich bin hier nicht als Mädchen für alles angestellt. Ich bin eine Köchin. Und ich bin eine verdammt gute Köchin. Mein Essen ist sowieso viel zu schade für die. Was für eine Närrin. Die Polizei kann froh sein, dass sie ihren Dienst quittiert hat. Mann, Mann, Mann. Eine Falle, eine ganz simple Falle. Ein Draht am Boden gespannt, verbunden oben mit einem Gewicht. Ihr Körper total zerschmettert, der Schädel eingeschlagen. Von einer Statue auf einer Säule hinten am Ende der Terrasse. Ein Bär. Das ist doch albern. Das ist sowas von albern, so. So gespenstisch albern. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. An dieser Stelle blenden wir uns aus. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als den Mörder in einem Krimi zu verraten. Und damit herzlich willkommen in der Aula am Friedenberg. Die Aaron München ist auch mit 10 Schauspielern angereist, von denen einige auch Mehrfachrollen haben. In der Sozialkomödie von Anna Bechstein spielt Diana Körner die Paulette. Die Aula am Friedenberg in Salzgitter war schon Tage vor der Vorstellung restlos ausverkauft. Das lag vielleicht auch an dem Schauspieler Lutz Bembeneck, der ja aus Salzgitter Lebenstedt stammt. Ich wollte Sie bloß zum Abendessen einladen. Madame Paulette würde sich sehr freuen, mit Ihnen zum Abendessen zu gehen. Nicht wahr, Paulette? Ja, ja. Wann? Jetzt! Und nun, meine Herren, wollen wir uns entschuldigen. Paulette möchte Sie schön machen. Ja, ja, ich will auch gar nicht weiter schlucken. Oh, Paulette! Wie sehr ich mich freue, dass Sie nun doch noch endlich mit mir hier... Ja, schon gut. Sie sehen hinreißend aus. So schön. Paulette, wenn ich daran denke, dass wir nun schon so lange, ich meine, Tag für Tag, so Tür an Tür, Wand an Wand, so dicht nebeneinander leben. Ich habe Sie neulich auf dem Friedhof gesehen. Na sowas? Ich habe ein Foto gemacht. Von mir? Nein, nein, von unserem Ehegatten. Was? Die sind doch beide tot. Von den Gräbern. Hier, Paulette. Es ist ein Zeichen. Sie liegen nebeneinander. Gestorben am 1. April 2001. Ist Ihre Frau an ihren idiotischen Witzen gestorben? Ja, ja, Humor, Paulette. Humor, den haben Sie. Paulette. Das war ein sehr, sehr schöner Abend.
Ich will nicht! Oh, wie schön waren Sie bitte? Paulette, ich kann nicht mehr warten! Aber wie schön, doch nicht am ersten Abend! Nicht heute! Ich meine, dass Sie sich nicht schämen! Lass ich mal Schluss mit Ihrem Modell! Ich zeig Sie an! Alle zeig ich an, jawohl! Vielleicht ein andermal! Gute Nacht, schlaf! Endlich hat es auch bei ihr gefunkt! Dieses Temperament! Oh, Paulette, ich werde es bändigen! Viel Trubel und Jubel vor und hinter der Bühne. Trotz alledem nahm sich Diana Körner die Zeit für ein Gespräch kurz vor der Vorstellung und noch während der Lichtproben. Heute am 31. März erstrahlt das Wetter mit der guten Laune um die Wette. Die Leute merken sich diesen Tag, weil es einer der wärmsten und schönsten Tage des Jahres ist. Und das hat wahrscheinlich auch seinen Grund, dass heute ein Gast da ist, der eigentlich auch ein Sonnenschein der Unterhaltung ist in Deutschland. Weil wenn sie da ist, strahlt immer die Sonne. Sie ist eine exzellente Schauspielerin. In unzähligen Theater- und Fernsehrollen hat sie das bewiesen. Sie ist aber auch bei Ihnen, dem Publikum, ausgesprochen beliebt, weil sie einfach wunderbar ist. Und auch hinter der Bühne und Kamera ist sie eigentlich ein sehr warmherziger und sympathischer Mensch. Und das kann ich bestätigen, denn sie war schon zweimal zu Gast und ich kann mich sehr gerne daran erinnern. Diana Körner ist heute zu Gast. Und wenn sie da ist, strahlt die Sonne wie heute am 31. März. Mit Paulette ist sie heute da. Und ich werde sie mal fragen, warum sie neugierig aufs Leben ist und warum ihr die Familie so wichtig ist. Ich freue mich sehr und Sie hoffentlich auch, liebe Zuschauer, auf Diana Körner und sage ganz herzlich willkommen, liebe Diana Körner. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich grüße Sie. Dankeschön. Ich freue mich mit so viel Vorschusslorbeeren, weiß ich gar nicht, was ich antworten soll. Nur ein paar Worte. Und ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, Sie waren ja schon zweimal hier zu Gast. Gab immer in dieser Sendung auch für den Gast, der da ist, die Weiblichen, die kriegen immer etwas. Und auch heute, und das ist ein kleiner Blumenstrauß für Sie als Begrüßung da. Oh, der ist aber sehr schön. Ja? Sehr, sehr schön. Sehr geschmackvoll, ja? Das ist schön. Wirklich, sehr schön. Danke. Also die Blumen gibt es bei uns am Anfang sozusagen als Bonbon, dass sich die Zeit nehmen vor der Vorstellung. Heute sind Sie mit dem Paulette-Stück da. Also ich spiele die Paulette. Die Oma zieht durch. Oma zieht durch, genau. Die Paulette und die Diana, haben die was gemeinsam? Haben Sie mit der Paulette was gemeinsam? Sie sind ja auch eine Powerfrau. Ja, aber also ich bin ganz anders insofern, weil ich anders lebe, anders aufgewachsen bin und dieses Elend von Paris, also diese Paulette lebt wirklich in den Elendsvierteln von Paris, wo die ganzen Algerier und die Fremden leben und sie wird damit nicht fertig, außerdem ist ihr Mann gestorben und sie hadert mit ihrem Schicksal und der unendlichen Armut, denn sie hat nur eine ganz geringe Rente und durch einen Zufall gerät sie an Drogen und verklippt sie dann eben an etliche Leute und damit wird sie wohlhabender und ihr Leben ändert sich ein bisschen. Und auch ihre Ansicht über Menschen, die andersartig sind, ändert sich auch ein wenig, obwohl sie sicherlich kein sehr viel besserer Mensch wird. Aber sie geht mit andershäutigen, also Menschen, die eine andere Hautfarbe haben und aus anderen Ländern kommen, geht sie einfach plötzlich besser um. Es ist eine Frau, die einiges drauf hat, auch ein bisschen schwieriger ist, aber die nicht viel Gemeinsamkeit mit Ihnen hat, außer dass sie Oma ist. Und Sie sind auch Oma, fünffache Oma. Ich schaue mal, ich weiß zumindest von Aaron, David und Neo, sind drei Jungs, sind noch zwei weitere Jungs dabei? Ja klar, Glenn Eden und Remo Emme. Also fünf Jungs sind das. Fünf Jungs und David. Nicht? David hatten sie schon, David ist der Älteste, ja. Wenn man so Kinder hat, also Enkelkinder zwischen ganz klein bis ungefähr 20 sind die schon. Ja. Wie sieht denn so ein Oma-Enkeltag bei Ihnen aus, wenn der ideal läuft und Sie haben eines der Enkel da? Was passiert da? Bestimmt nicht vorm PC sitzen. Also ich habe ganz sicherlich nie alle Enkel da. Darum geht es gar nicht, das würde schon gehen. Aber das ergibt sich gar nicht, weil die alle unterschiedliche Schulzeiten haben oder Kindergarten oder die Jenny ist in der Schweiz mit ihrem Kind, mit dem Aaron. Also insofern habe ich mal eins oder zwei oder ich hüte mal ein, dann habe ich sie alle da, klar. Also den Aaron nicht, weil der in der Schweiz ist. Aber das sieht aus wie ein ganz normaler Tag auch. Kein das heißt, anderer. Machen Sie da mit denen speziell was? Gehen Sie mit denen irgendwie in den Zoo? Nein, also ich bin kein Zoogänger, weil ich Tiere hinter Gittern nicht mag. Aber das ist wiederum eine Ansichtssache. Ich finde das schon faszinierend, was da so an Tieren zusammengesammelt ist. Also Reptilien sehe ich gerne.
Aber ansonsten habe ich die Tiere lieber in der Freiheit. Zirkus gehen Sie mit denen? Oh, Zirkus gehe ich, ja. Zirkus, komischerweise liebe ich, weil ich habe eine solche Hochachtung vor diesen Menschen, was die da leisten, und finde diesen Zirkus Krone zum Niederknien toll. Ja, ganz toll. Spaß dabei. Ja, es ist eine Atmosphäre, die ist so altmodisch geblieben wie in meiner Kindheit. Und auch das liebe ich sehr, ja. Alle von uns, liebe Zuschauer, Sie und ich, werden auch mal älter. Nun ist es so, wenn man älter wird, manchmal ist es so, man verliert so am Leben so ein bisschen Interesse, man wird nicht mehr so neugierig oder wird nicht mehr das schätzen, was noch passieren wird. Bei Diana Körner habe ich das Gefühl, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, dass es bei Ihnen anders ist. Sie sind, glaube ich, noch immer ganz neugierig und wild auf das Leben. Kann man das so den Zuschauern also erklären? Wild, das würde ich jetzt nun nicht so unterstreichen. Aber ich liebe das Leben und finde, das Leben macht Neugierde aus. Und wenn die Neugierde eines Tages mal nachlässt, dann muss ich schon sehr an mir zweifeln. Ich bin wahnsinnig neugierig auf Menschen, vor allen Dingen auf Menschen. Und auf Essen bin ich neugierig von anderen Ländern und anderen Kulturen. Und ich habe auch überhaupt keine Dünkel bei all solchen Dingen. Überhaupt nicht. Fehlt mir total. Und Sie haben vor kurzem erst, wenn ich recht informiert bin, auch erfahren, wie Sushi richtig gemacht wird. War das so, dass Sie neugierig waren und gesagt haben, ich will mal wissen, wie das richtig echt funktioniert? Ja, klar. Ich meine, ich habe schon Sashimi, habe ich mir schon immer selber gemacht. Aber bei Sushi gibt es natürlich tausende von Tricks. Also nicht umsonst ist es einer der längsten Berufe, die man erlernen kann. Also man braucht eine lange, lange Zeit, um das zu lernen. Und Sie können es jetzt aber. Das heißt, der Reis wird richtig gekocht mit Essen? Können. Von Können wollen wir hier nicht reden. Also ich habe mal gerade so einen kleinen Einblick in ein paar Sushi-Rollen bekommen, aber ansonsten vom Können kann ich hier nicht reden, nein. Wenn die Zuschauer Sie jetzt sehen, da freuen sich viele und die sagen, Mensch, Diana Körner ist eigentlich nie älter geworden, vom Wesen her, vom Typ, nein. Sie, ihre Art ist wirklich gleich geblieben, die ganzen Jahrzehnte unverändert. Was tun Sie, um so energiegeladen und eigentlich noch gesund und fit zu bleiben? Ach, das weiß ich nicht. Ich beschäftige mich nicht unentwegt mit mir selber. Ich treibe keinen Sport. Ich esse das, worauf ich Lust habe, und manchmal höre ich auf zu essen, wenn die Lust zu stark war, oder ich trinke, was ich möchte, und manchmal höre ich auf zu trinken, wenn ich zu viel getrunken habe. Also ich habe überhaupt keine Regeln. Also mir fallen Regeln gar nicht ein. Sie sind ein Genussmensch. Total. Ich genieße, ja. Und ich weiß von Ihnen auch, Sie sind kein Mensch, der auf Luxus und Reichtum Wert legt und das schätzt, sondern Sie lieben Ihren Beruf, was man merkt, Sie arbeiten gerne, ja. Sie lieben aber auch Freundschaften und die Familie. Was ist so wichtig an dieser Dreierkombination Beruf, Freundschaft und auch die Familie? Mensch, wenn du alleine auf der Welt bist, dann bist du doch ganz, also dann man ist ja eh nur so ein kleines Pünktchen. Mhm. Aber wenn du so ganz alleine bist, Gott, das ist ganz traurig, finde ich das. Ich finde es richtig gehend traurig. Und ich finde, dadurch muss man sich Freunde erhalten. Freunde sind was ganz, ganz Wesentliches. Und Familie, das ist ein Geschenk des Himmels, wenn du die hast. Ja, und wenn die funktioniert in irgendeiner Form. Ich meine, es ist nicht immer eitel Sonnenschein und manchmal muss man auch was einstecken. Aber im Endeffekt ist doch die Familie das, worauf du dich verlassen können solltest. Im Zweifelfall wäre das immer ganz angebracht. Ja. Die letzten beiden Male und auch jetzt habe ich immer das Gefühl, wenn ich Ihnen Sie begegne, dann strahlen Sie für mich so eine innere Zufriedenheit, würde ich es auch sagen, richtig aus. Sind Sie ein glücklicher Mensch? Würde das passen? Also ich würde von mir behaupten, ich bin ein glücklicher Mensch. Ich bin glücklich mit dem, wie ich lebe, bin mit meinem Umfeld zufrieden, hadere ganz, ganz selten mit Dingen, manchmal ja, aber an und für sich denke ich mir, ich muss das Leben so lange genießen, solange es funktioniert. Also gute Gedanken. Diana Körner ist hier so gar nicht so weit von Salzgitter in Ecke Magdeburg aufgewachsen mit der Mama Anneliese und den zwei Geschwistern. Wenn Sie an die Kindheit zurückdenken, Ecke Magdeburg, wie war die für Sie? Es waren ja so die Jahre, wo man dann auch nicht viel hatte, wie man sagte. Waren das trotzdem schöne Kindheitsjahre, die Sie mit der Familie verlebt haben? Die Mutter war ja auch alleinerziehend. Ja, ja. Also wir lebten ja bei meinen Großeltern, die ich sehr, sehr gemocht habe. Paula und August, die habe ich richtig geliebt, die beiden. Ja, ganz toll. Und meine Mutter hat das irgendwie gemeistert mit uns und ich kann mich nicht an negative Dinge erinnern. Natürlich auch, es gibt schon ein paar negative Dinge, aber das war nicht gravierend. Aber meine Kindheit war trotzdem schön, ja. Ja, total. Ja. Und ich glaube schon, dass meine Mutter ziemlich viel richtig gemacht haben muss. Alleinerziehende mit drei Kindern ist es nicht so einfach. Und Sie haben ja auch zwei Töchter im Prinzip fast alleine großziehen müssen. Ja. Ihr Mann, der Werner, ist ja verstorben. Ein großartiger Schauspieler, auch an den wollen wunderbar. Wir natürlich heute wieder erinnern. Wunderbar. Er war ein wunderbarer Mensch auch und Sie haben wunderbar harmoniert. Also es war eine Beziehung, die wirklich gestimmt hat, wie man so schön sagt. Und das in der Künstlerbranche.
Auch nicht immer. Es gab auch mal. Das ist auch schwierig, aber das ist auch egal. Ich wäre sicherlich mein Leben mit ihm zusammengeblieben. Das, ja. Ja. Das glaube ich ganz sicher. Ja, ja. Außerdem habe ich ihn als Schauspieler doch sehr, sehr bewundert. Er konnte sehr viel spielen. Also er hat wirklich großartige Rollen gespielt. Handlungsfähig und ja, er war für mich ein großer Schauspieler. Mhm. Kraftvoll und da erinnert man sich gerne dran, wenn man ihn heute noch sieht in Wiederholungen vom Film, dann werden Sie ihn erkennen, weil er eigentlich immer aus dem Ensemble herausragt, egal was er gespielt hat. Er war immer großartig, Werner Kreindl. Die Diana Körner ist eine Frau, die gerne als, ich weiß nicht, als Hobby reist, aber sie sind gerne mal unterwegs, sie kommen in andere Länder, sie sagten eben gerade, lernen Menschen kennen. Ja. Früher war so die Insel Mykonos, glaube ich, ihr so Favorit, ja, wo sie sagten, da sind sie. Mykonos. Heute ist ja? Capri. Heute bin ich ruhiger geworden, heute ist es Capri. Ist eine andere Insel, anderes Flair. Ja. Wenn man aber über in der Welt rumkommt, Sie haben viele Länder und Menschen kennengelernt, kennen Sie einen Ort, wo Sie sagen, da würde ich mich genauso wohlfühlen wie vielleicht in Deutschland und München, wo Sie jetzt ja leben? Also oder sagen ich, Sie... Ich könnte in Amsterdam leben, ja? Zum Beispiel, ja, ja, das wäre ein Ort, wo ich... Ich könnte in London leben, in London habe ich eine Zeit lang ja mal gelebt, ja. Da habe ich auch die Lara zur Welt gebracht, mit einem Blick auf Wimbledon, auf den Tenniscourt da. Und ich könnte in Venedig leben, ich könnte auf Capri leben. Also es gibt schon so ein paar Orte, die ich wahnsinnig schön finde und aber Länder. Der Gedanke an Auswandern ist Ihnen nie gekommen, dass Sie sagen, ich ziehe von Deutschland mal weg und ziehe ganz woanders hin und komme mal so zum Arbeiten hierher? Nein, also arbeiten müsste ich immer hier und, ja. Und meine Familie habe ich hier. Also warum sollte ich auswandern? Ich kann ja dahin fahren, wenn ich möchte. Ich hätte das als junger Mensch machen müssen, als ich gar nichts hatte. Also da ja, aber ich glaube, irgendwie wollte ich auch erst im Beruf Fuß fassen. Also ich weiß auch nicht genau. Haben Sie auch geschafft und das dauerhaft. Sie sind sehr präsent über die ganzen Jahre, sind Sie immer dabei. Und Diana Körner hat etwas gemacht, 70er Jahre war es, glaube ich so. Ja. Da war eine Zeit, wo man sagte, Playboy, Sie haben immer eine tolle Figur gehabt. Sie haben da sozusagen für den Playboy wunderschöne ästhetische Fotos gemacht. Ja, war das damals ein Aufreger? Es war ja noch nicht so angesagt. Heute machen das sehr viele. Aber damals gab es auch ganz wenig Geld dafür. Wirklich ganz wenig. Ja, ja. Ich habe das eigentlich auch mehr oder minder für den Fotografen gemacht, weil der wollte Fuß fassen da. Und dann habe ich gesagt, klar, mache ich das. Ich habe da auch überhaupt nichts dabei gefunden. Für mich war die Auflage, dass ich das auf dem 100-Wasserschiff mache. Was ich auch gemacht habe, also 3 Fotos sind auf dem 100-Wasserschiff, auf diesem Regentag entstanden und 3-4 Fotos sind in Mykonos auf einem Fischerboot entstanden. Das sind wunderschöne Aufnahmen, ja, mit Ihnen und man sieht, was für eine tolle, traumhafte Frau Diana Körner war. Da waren viele Menschen, Männer besonders, bis heute, denke ich mir, in die Diana Körner verliebt. In Amerika ist es immer so, wenn man da die Berichte von Schauspielerkolleginnen von Ihnen hört, da denkt man, meine Güte, was ist mit den Frauen, die so ab 50 sind, dann eigentlich passiert. Die verändern sich kolossal, leider nicht immer zum Vorteil. Bei Ihnen ist es so, Sie sind Gott sei Dank so schön geblieben, aber das natürlich schön geblieben. Wieso sind Sie so geblieben, ohne was groß zu machen, wie Kolleginnen vielleicht? Wollen Sie nicht diesem Jugendwahn irgendwo trotzdem sagen Sie, also, die Zeit kommt noch, also oder lehnen Sie das ab? Ich glaube nicht, dass du jünger wirst dadurch, dass du in deinem Gesicht rumoperieren lässt. Dadurch wirst du nicht jünger. Du siehst eventuell besser aus, das kann schon sein, aber faltenloser siehst du vor allen Dingen aus, aber irgendwie siehst du auch so unnatürlich glatt aus, dass es total unnatürlich ist für mich. Und ich denke, ich sehe da immer in Nichtleben rein. Also, weil das Leben wird dir ja rausoperiert aus dem Gesicht. Und da hätte ich auch große Angst davor und ich muss mich auch nicht unter das Messer legen, wenn es nicht unbedingt wirklich also für meine Gesundheit sein muss oder fürs Leben. Bei Ihnen sieht man ja jedes Leben, jeden Sonnenstrahl im Gesicht, auch wenn Sie lachen und sprechen, das spürt man ja. Falte. Da sind sehr, sehr weh, sehr wenig, muss ich sagen. Ich glaube, da sagen die Zuschauer, ich bin älter. Doch, 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 doch. Aber ich kann Ihnen nur wünschen, dass der Wunsch auf jeden Fall in Erfüllung geht, aber in der gesamten Familie eine schöne Riesenreise zu machen, dass Sie einfach Spaß haben, mit allen zusammen zu sein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie natürlich auch weiterspielen im Fernsehen, auf den Theaterbühnen, dass Sie nach Salzgitter wiederkommen, dass wir uns wiedersehen, die Zuschauer Sie wiedersehen und dass Sie weiter diese Lust am Leben und diese Freude den Menschen schenken mit Ihrer Art einfach, die Sie haben und die ist einfach wunderbar und ich danke Ihnen, es war zauberhaft wie immer und es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank, Diana Körner. Entzücken. Danke. Dankeschön.